Der namenlose Held ist auf dem Weg von der Vulkanfestung in die Hafenstadt und hat dabei kurz vor dem Hinterausgang der Hafenstadt eine Höhle entdeckt. Da waren zwei Ghule drin, aber das war noch nicht alles. Vorsicht! Hinter jeder Ecke kann was Tödliches lauern. Da! Skelettkrieger, die sind nur unwesentlich weniger doof als Ghule. Und die halten auch eine ganze Menge aus, habe ich den Eindruck. Lauf! Bist du soweit? Lauf! Umdrehen! Vorne ist einer fast tot. Ah, daneben! Mach doch nicht sowas, komm. Gluck. Der läuft rein. Hau ihm eine drauf. Och, doch nicht so. Was machst denn du? Du hast gerade einen leichten Drall nach oben, lieber Held. Hier. Skelettkrieger mit Knochen. Drei kleinen Heiltränken. Vier Münzen und irgendwo hat er eine Waffe. Hier, Sichel. Pro Skelett gibt es eine Waffe. Waffen sind gut zu verkaufen. Der hat seine Waffe noch gehabt in der Hand. Gold, Fackel, Knochen und Dornenkeule. Hier vorne irgendwo, ach hier, Pilz und Mana-Pilz. Vorne irgendwo müsste ein totes Skelett liegen. Genau da und da hinten ist der nächste. Held, wie kriegst du das hin? Das Fadenkreuz ist genau auf dem Skelettkrieger. Und da ist noch ein einfaches Skelett in der Nähe. Triff mal. Naja, immerhin nicht ganz daneben. So. Lauf. Trink. Feuerball. Umdrehen. Ach, und genau in die Lücke. Jawoll. So macht man das. Genau so. Und da kommt das Skelett. Wobei ein normales Skelett ist jetzt nicht so schlimm. Das ginge auch im Stabkampf weg. Aber warum Stabkampf, wenn man auch ballern kann? Rostiges Schwert. 12 Goldmünzen und ein Knochen. Und hier hinten liegt dann das zweite Schwert und Knochen. Drei kleine Heiltränke und 4 Goldmünzen. Und irgendwo gibt es dann noch diesen Skelettkrieger. Der hatte einen stabilen Ast dabei und einen Knochen und ein paar Goldmünzen. Hier ein Säbel und Knochen und Gold. So, jetzt ist die Frage. Waren das alle hier? Hallo? Ja, das waren alle. Okay, das ist eine garstige Höhle. Und hier gibt es aber auch einiges. Hier ist ein kleiner Bernstein. Ich gehe gleich nochmal mit Telekinese durch. Ich sammle nur erstmal alles ein, was ich direkt sehe, damit mich Telekinese nicht zu sehr ablenkt mit irgendwas und ich dann am Ende doch was übersehe. Hier Minze und hier die nächste Rune. Die Rune für den Zauber Witz erzählen. Das ist eine Rune aus dem ersten Siegel der Magie. Das heißt, der Held kann jetzt 10 witzerzählenden Spruchrollen verkaufen, weil er jetzt den Zauber mit der Rune zaubern kann. Das ist gut. Hier oben wächst was. Das ist irgendeine Heilpflanze. Genau. Und hier ist eine Rezeptur. Eine Rezeptur wofür? Im Moment habe ich Heiltrank und kleiner Heiltrank, großer Mana-Trank, kleiner Mana-Trank. Und der Trank der Geschicklichkeit. Und was ist das jetzt hier für eine? Das war die Rezeptur für den großen Heiltrank, für den starken Heiltrank. Schön. Ja, die Lücken schließen sich. So, jetzt mal Telekinese. Ich glaube, das war alles, was es hier gab. Aber das war auch gar nicht so schlecht. Dieses Rezept ist wichtig. Die Rune ist wichtig, wenn man einen Magier spielt.
Der kleine Bernstein ist jetzt nicht so wichtig, wenn man nicht das Schmieden erlernt, womit ich ja immer noch so ein bisschen hadere. Beziehungsweise eigentlich liebäugle. Ob ich dafür ein paar Lebenspunkte, nein, Lernpunkte ausgebe, weiß ich noch nicht. Wäre mal interessant. Aber um Schmieden zu lernen, muss man, glaube ich, dreimal das lernen. Also, es gibt drei Stufen, 1, 2 und 3. Und dann müsste ich mindestens 15 Lernpunkte dafür ausgeben. Und die Lernpunkte spare ich im Moment noch auf für die Kristalle und für die Runen und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Da oben sind schon die Sterne zu sehen. Deswegen geht der Held jetzt mal in die Hafenstadt, um mit Tilda zu sprechen im Wesentlichen. Und mit dem Händler Konrad. Ich glaube, mit dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Mana-Pflanze, die Schweine lasse ich in Ruhe. Hier nochmal Telekinese. Hier dürfte aber nichts mehr sein, wenn ich beim ersten Besuch hier ordentlich gespielt habe. Leto, lass mich mal rein. Schau mal einer an. Da hat sich jemand der Vulkanfestung angeschlossen, wie? Findest du das etwa witzig? Ich frage mich nur, ob du dich freiwillig gemeldet hast. Ja, das willst du wissen, was? Aber genug davon. Lass mich rein. Ich bin für den Inquisitor unterwegs. Inquisitor? Das hört sich wichtig an. Ist es auch. Gut. Ich lass dich besser rein, bevor ich noch Ärger kriege. Sag mir einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Ich will in die Stadt. Natürlich. Und jetzt kostet das zum Glück auch keine 100 Goldstücke mehr. Das ist schön. Ja, hier drin war der Held schon überall. Und geht deswegen schnurstracks mal zu Tilda. Eigentlich kann er vorher noch mal bei Meister Belschwur Hallo sagen. Hier liegt immer noch die alte Fackel. Ja, Meister Belschwur ist ja Magier und eigentlich sollte der erfahren, dass der Held jetzt hier auch dazugehört. So rein rollenspielerisch, aber ich glaube nicht, dass man ihn darauf ansprechen kann, oder? Ah, doch. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Dieser Stein hier ist nach den alten Schriften zu urteilen ein Teleportstein. Hier, nimm ihn. Du kannst ihn sicherlich gebrauchen. Ah, das war der Teleportstein der Hafenstadt. Sehr schön. Gut, dann habe ich 2 von 14. Was sagt Jills? Ich wünsche dir was. Ja, wünsch mir was. Das ist aber lieb. Ja, hat sich doch gelohnt mit Belschwur zu sprechen. Jetzt geht's aber zu Tilda im Händlerviertel. Dann kann ich ihre Queste, die Söhne von Tilda, abgeben und beenden. Und dann könnte der Held mal noch mit Kommandant Carlos sprechen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das restliche Tageslicht eher nutzen sollte, um erstmal mit Patty zu sprechen. Die ist ja hinter der Hafenstadt am Strand. Und dann kann der Held nochmal zu Kommandant Carlos mit ihm nochmal quatschen und dann hier irgendwo die Nacht verbringen. Achso, zu Konrad wollte ich auch noch, stimmt. Aber eins nach dem anderen. Erstmal Tilda. Die ist wie immer am Fegen. Hallihallo. Achso, von William weiß ich auch noch nichts, genau. Ich habe mit William gesprochen. William, der gute Junge. Wie geht es ihm? Er ist in der Vulkanfestung und trainiert. Keine Sorge, er kann auf sich aufpassen. Ich habe deinen jüngsten Marvin gesehen. Wirklich? Ja, er hockt in einer verlassenen Jagdhütte nördlich der Stadt. Oh, das ist beruhigend. Danke für diese gute Nachricht. Hoffentlich passt er auf die wilden Tiere auf. Der Wald ist sehr gefährlich. Nun hast du von all deinen Söhnen erfahren. Ja, ohne deine Hilfe wäre das nicht gegangen. Ich danke dir. Du bist ein guter Mensch. Ich wünsche dir alles Gute auf deinen Wegen, die du beschreiten wirst. Da gab es ein bisschen Erfahrung. Belohnung gab es nicht mehr, weil die Belohnung bestand ja in der Schatztruhe hinter Severins Bauernhof. Das war ja der alte Bauernhof von Tilda und Ingvar.
Und das hat der Held schon geplündert. So, hier, Konrad, mit dem hat der Held noch gar nicht gesprochen. Wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln, kriegst du meinen Stock zu spüren. Ey, hör mal, du stehst einem Magier gegenüber, du spinnst wohl. Ich brenn dir gleich mal deine Haare vom Hintern. Was stinkt denn hier so? Was? Bei mir stinkt nichts. Ich habe nur allerbeste Ware. Wenn du versuchst, mir die Kunden zu vertreiben, dann setzt es was. Na schon gut, beruhig dich wieder. Da gab's eine Schriftrolle Lichtzauber. Ich weiß nicht, ob das das teuerste war. Geklaut habe ich ja schon mal. Nur die Schatztruhe, die ist noch ungeplündert. Da fehlt's noch an Schlösserknacken. Ich hörte, du lässt Tilda nicht in dein Haus. Hat sie dir das erzählt? Die alte Hexe? Ich versorge sie mit Nahrung und stelle ihr großzügig Platz zur Verfügung. Und sie jammert und heult. Naja, ist deine Sache. Richtig. Du kennst doch die Weiber. Heute lasse ich sie unter meinem Dach schlafen. Morgen nimmt sie mir das Geschäft weg. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Warum auch immer Tilda dir dein Geschäft wegnehmen sollte, das verstehe ich nicht. Aber ist egal. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Du hast... Gewürzbeutel. Gewürzbeutel sind wichtig. Die werden alle gekauft. Kartoffeln kaufe ich auch mal alle und auch alle Zwiebeln. Oh, ist das teuer. Der Rest ist jetzt weniger interessant. Rum, Tee. Ja, Wein wäre für die Alchemie gut, aber das kann der Held auch woanders kaufen. Eier sind doch interessant wegen der Erfahrung. Zack, 470. Das ist jetzt wieder teuer, aber es ist okay. Verkaufe ich dir irgendwas? Nö, ich verkaufe alles bei, wie hieß der, Elias. Warenkorb handeln. So, jetzt nochmal ansprechen. Zeig mir deine Ware. Aha, das hier ist meine Zwiebelquelle, das wollte ich wissen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß noch nicht, wo man Zwiebeln herbekommt. Und offenbar kann man hier bei Konrad immer wieder Zwiebeln kaufen für teuer Geld. Weil Zwiebeln sind ja wichtig für bestimmte Rezepte. Nämlich zum Beispiel, was kann ich denn hier kochen? Fischsuppe. Fischsuppe braucht Hering, Wasser und Zwiebeln. 20 Mana, 10 Lebensenergie. Novizentopf. Also in Summe 30. Das macht in Summe 50. Braucht aber auch andere Sachen. Braucht Wein. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich Wein kaufen kann. Und Fleischtopf gibt auch 50. Aber, Moment. Dann mache ich das hier. Ich habe nicht so viel rohes Fleisch. Ja, also hier. Novizentopf, bitte kochen. 12 Mal. Sieht richtig lecker aus. Was will ich meinen? Hier fehlt es mir jetzt an rohem Fleisch, genau wie hier, okay. Und dann hier die rohen Heringe verarbeiten zur Fischsuppe. Lecker. Schön. Jetzt könnte ich ein Lagerfeuer gebrauchen. War unten ein Lagerfeuer am Leuchtturm? Ich weiß es gar nicht. Zur Not war draußen ein Lagerfeuer am Strand, wo Patty lagert. Und hier unten war keins, glaube ich. Nee. Dann mal zu Patty. Und mit den Gewürzbeuteln kann ich jetzt nämlich einige Sachen kochen und zubereiten und braten, die eine permanente Wirkung haben und für die Rezepte, die ich zum Teil habe, möglicherweise sogar alle habe, für die braucht man Gewürzbeutel und Gewürzbeutel kann man nur einmal kaufen bei Konrad und ich glaube, irgendwo im Spiel findet man mal noch einen oder zwei, aber es gibt keine permanente Quelle für Gewürzbeutel, deswegen muss man sich gut überlegen, wofür man die benutzt. Und Patty hat die Drillinge weggeekelt. Hallo. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat es mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so.
Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. So, jetzt kann ich hier mit Patty losziehen. Das mache ich aber noch nicht, weil das geht jetzt durch ein Gebiet, wo noch viele Monster sind, links und rechts, also Tiere und so weiter. Das räumt der Held erstmal alleine auf, aber hier. Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Na dann. Was kannst du mir beibringen? Schlösser öffnen, Rang 3. Ach, Taschendiebstahl, Rang 3 kann sie gar nicht. Na gut, Schlösser öffnen, Rang 3. Besser als nichts. 5 Lernpunkte, 500 Gold. Das ist gut investiert. Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als einen Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Sehr gut. Akrobatik schenke ich mir, das braucht man nicht unbedingt, wenn man sich nicht von irgendwelchen großen Höhen runterstürzt. Und es wird Abend tatsächlich. Was gar nicht so schlecht ist, weil jetzt kann der Held hier nochmal ein paar Sachen verkaufen und dann die paar Schatztruhen plündern, die es hier zu plündern gibt in der Hafenstadt. Das heißt, erstmal zurück und ich denke mal, ich verkaufe meinen Kram wie üblich bei Elias und Türtreffen. Und bei Flavio, also diese ganzen Trophäen. Auf dem Weg dahin kann ich aber gleich mal hier die erste Truhe knacken. Das ist ja eine Schatztruhe. Da hinten, das dürfte diesen Typen, der da flötet, auch nicht stören. Oh, schaut euch das an. Was gibt's hier? Hier gibt's eine Schriftrolle magischer Schutz, eine Perlenkette und ein bisschen Gold. Naja, geht so. Immerhin, die wäre abgehakt. Wo gibt's noch eine Schatztruhe? Ich muss mal überlegen. Es gibt noch eine Schatztruhe im Haus von Konrad. Da kann ich erst hin, wenn es Nacht ist und er schläft. Und es gibt eine Schatztruhe oben in diesem Schrein, im Schrein der Heiligen Flamme. Da kann ich mal hingucken, ob da gerade einer ist. Aber da ist Jill vor der Tür. Das sind schon mal schlechte Voraussetzungen. Flavio? Wo ist Flavio? Da. Ich brauche ein paar Sachen. Was verkaufe ich dir? Dir verkaufe ich... Das habe ich alles. Oder Stachelbrecher, Kieferzange, ja. Dir verkaufe ich die ganzen Felle, wenn ich die finde. Wo ist der Kram? Hier. Genau, du bekommst 21 Flügelstaub, 27 Flügel, 17 Knochen, 33 Zähne, 7 Hauer, 13 mal Stacheln, 2 mal Krallen, 30 Wolfsfelle, 9 Wildschweinfelle und 3 kalte Herzen einer Moorleiche. Die hatte ich ja einmal aufgehoben wegen der Queste von Meister Pallas, die ist ja mittlerweile auch erledigt. Das sieht gut aus. Und kaufen muss ich von dir nichts. Wieder über 3000, schön. So, Jill. Da hinten ist die Schatztruhe, ich kann sie sehen. Und wie viele Dietriche habe ich? 20.
Oh. Ah, Jill geht gerade runter. Das ist ja perfekt. Freie Bahn für freie Magierdiebe. Oh. Oh, das war gut geraten. Meine Fresse. 102 Gold, ein Fläschchen. Was ist das? Hier ist die Rune für Illusion erschaffen und ein Kerzenleuchter. Die Rune ist richtig gut. Die Rune ist super gut. Das gefällt mir, dass ich jetzt die Rune habe. Sehr gut. Das war eine richtig tolle Schatztruhe. Und damit kann ich zu Elias gehen, solange der noch seinen Laden offen hat. Und das macht der Held auch. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin.